Norwegen. Das Land der andauernden Sonne und der endlosen Nächte. Das Land unglaublicher Natur. Das Land der Träume. 3 Jahre war es jetzt her, seitdem wir hier waren. Wir, das sind mein Kumpel Melvin, mein Vater Lars und Marius, meine Wenigkeit. 2 Mal mussten wir unseren Trip aus bekannten Gründen verschieben. Doch jetzt, Anfang Juni 22, ging es für uns endlich wieder hoch in den hohen Norden. Unser Reiseziel sollte dieses Mal die Kingfisher-Anlage Laugvik sein, welche auf der Insel Senja liegt, aber das gleiche Seegebiet wie unser letztes Reiseziel Sommerøy hat. Unsere Anreise erfolgte mit dem Flugzeug, von München aus, mit einem 3 Stunden Aufenthalt in Oslo und dann weiter nach Tromsø. Von dort aus ging es dann für eine weitere Stunde mit dem Auto zur Fähre, zu Fuß auf diese Fähre und von dieser Fähre wurden wir dann von unserer Anlagenbesitzerin Kirstin mit dem Auto abgeholt und fuhren nochmal weitere 10 Minuten zur Anlage. Nach knappen 13 Stunden Reisezeit sollten wir es dann also geschafft haben und die Vorfreude war förmlich greifbar. Erste Ausfahrt, wir sind also in Norwegen endlich wieder, wir haben richtig Bock und das Wetter ist gleich mal richtig schön gut. Richtig fett Wind, war alles anders als ungefähr ideal, aber wir waren guter Dinge, wir wollten rausfahren und hatten uns den Plan gesetzt, gleich mal auf den König des Nordmeers zu gehen, nämlich mit einer Halbo-Drift zu starten. Relativ schnell haben wir dann festgestellt, dass die Drift schon ziemlich intensiv war. Wir haben einen Driftsack dabei gehabt, den hätten wir bei der ersten Drift auch fast verloren, weil wir nicht angekettet hatten. Aber ich glaube, wir können sagen, dass der Driftsack für diesen Urlaub jetzt schon mal vorweggegriffen eigentlich eines der wichtigsten Utensilien im Board war. Ja, das wäre echt hart gewesen, wenn wir den beim ersten Trip verloren hätten. Ja. Dann hätten wir den Rest so ein bisschen gestruggelt auf alle Fälle. Weil der hat die Drift auf jeden Fall ziemlich gebremst und hat es uns dann ermöglicht, bei der ersten Halbo-Drift schon einen schönen Dorsch zu fangen als Beifang. Das wird hier relativ häufig passieren in dem Seegebiet. So, Fisch ist dran. Beim Durchkurbeln Pause gemacht und in der Pause hat er gebissen. Da unten kommt er. Was ist es? Ein Dorsch, glaube ich. Ja. Und das ist er, unser Einstandsfisch. Ein Dorsch mit vielleicht so 75, 80. Petri, Dank. Erster Fisch für das gute Glück. Wieder zurück, jawohl. Haben uns dann aber entschlossen, dass wir dann doch noch mal gucken wollen, ob wir nicht die Dorsche auf einem Plateau finden, das wir vom letzten Trip schon kennen. Sind rausgefahren, haben uns dann auch entschlossen, dass wir das Boot einfach nutzen, um die Drift ein bisschen zu bremsen. Heißt, Lars und Melvin haben eben von beiden Seiten runtergeangelt, beziehungsweise von einer Seite runtergeangelt. Ich habe mit dem Motor versucht, das Boot in der Strömung drinnen zu halten und eben zu bremsen. Und ja, dann hast du schon den ersten schönen Fisch gefangen. Alter! Du! Okay. Oh ja. Ich habe mit einem Bergmann-Pilker da geangelt, weil es von der Drift halt ein bisschen schwierig war. Ja. Boah, Melvin, richtig guter Fisch. Richtig guter Fisch, schau mal, wie der drin steht. Das sollte ein großer Dorsch sein. Ich hab's gesehen. Schöner Dorsch. So, direkt meinen zweiten Dorsch gefangen. Wir würden jetzt so 90 schätzen, vielleicht geht er an den Meter ran. Hat richtig gut gekämpft unten. Hat Bock gemacht. Wieder auf den Pilker.
9 Kilo hat er gehabt, also kann man auf alle Fälle so stehen lassen für die erste Ausfahrt. Schon mal eine ganz schöne Hausnummer, gleich am Anfang. Wir haben danach natürlich noch ein paar weitere Halbo-Driften gemacht, aber haben dann irgendwann festgestellt, dass es keinen Sinn macht, weil wir einfach Driftgeschwindigkeiten von 3 km/h hatten. Sind dann also reingefahren, haben uns die Energie aufgespart und haben dann zum nächsten auflaufenden Wasser wieder angetroffen. Plan war dann natürlich, dass wir den Highwood weiterverfolgen. Das war ja eigentlich unser Hauptziel, das wir hier hatten. Und dementsprechend haben wir uns auch einen Spot rausgesucht, wo das ganz gut funktionieren sollte. Ja. Sind dann rausgefahren, ungefähr 20 Minuten Fahrt hin. So eine schöne abfallende Kante, 20, 30 Meter bis vielleicht mal 50, 60 runter an so einer Steilwand von dem Fjord. Hat dann nicht zu lange gedauert und ich hatte auch auf die Crazy Daisy einen Run. Bin mir ziemlich sicher, dass das kein Dorsch oder ähnliches war. Hab den Fisch kurz an der Angel dran gehabt, aber hat dann leider nicht richtig gehakt. Ich hatte da noch keinen Stinger auf meiner toten Rute drauf. Hätte ich vielleicht drauf haben sollen, dann wäre der Fisch, denke ich, gehangen. Ansonsten kann man sagen, lief es an dem Spot wie sonst überall auch. Genau. Irgendwann war dann mal die Drift weg und ging gar nichts mehr. Und Lump ging einiges an Lumpen. Was hat einen riesen Fisch dran. Wahrscheinlich ist es ein 1A-Lump. Die Vorfreude steht ihm ins Gesicht geschrieben. Ja, ja. Ihr seht auch die Runs, die er macht. Das zeigt immer, dass es ein wirklich großer Fisch ist. Maschine! Und dann haben wir uns ja entschieden, dass wir was anderes machen, tiefer fahren genau. Und auf Rotbarsch gehen. Auf Rotbarsch suchen. Das hat dann auch relativ schnell funktioniert. Wir haben sie auf dem Echolot so auf ungefähr 150 Meter gefunden. So, wir haben, glaube ich, etwas beim Rotbarschangeln dran. Also Rute ist auf jeden Fall gut krumm. Ich habe auch ein paar Bisse gespürt, aber ich glaube, wir fischen auf 160, 170 Meter und da könnt ihr euch vorstellen, wie da das Feeling ist mit 400 Gramm Blei. Da kommt was, ein Rotbarsch, jawohl. Jetzt waren wir schneller oben als gedacht und es hat funktioniert, die Rotbarsch-Taktik. So, da haben wir ihn. War es das wert, die 150 Meter hochkurbeln? Keine Ahnung. Schön war, dass dann natürlich die Drift wiedergekommen ist, was wunderbar ist, wenn ihr 2 km/h Drift habt und Rotbarsch angeln wollt. Aber ein kleiner Tipp hilft dabei, und zwar mit dem Boot in die Strömung reinzufahren. Heißt natürlich, dass ihr nicht alle fischen könnt. Wir haben die Rotbarsch auf dem Echolot jetzt wieder gefunden. Und wie ihr seht, jetzt lässt der Papa hier neben mir runter. Und ich halte das Boot eben so, dass die Schnur möglichst gerade unterm Boot runtergeht. Es kann auch mal sein, dass ich dann so ein bisschen die Schnur verliere, aber dass ich dann eben wieder drauf war, dass der Schnurbogen eben möglichst gering ist bei dieser großen Wassertiefe, die wir da haben. Teamwork makes the dream work, wie man so schön sagt. Du hast dann 4 kleine Rotbarsche geholt. Wir haben dann natürlich auch den üblichen Lump wieder natürlich, mitgekriegt. Natürlich, der ist wichtig. Haben dann aber abgebrochen, weil die Rotbarsche eindeutig zu klein waren. Ja. Und glücklicherweise war die Drift ja auch wieder da. Genau, die Drift war wieder da. Also sind wir an einen Spot gefahren, den der Melvin und ich noch vom letzten Mal kannten. Das ist so ein Plateau, da geht es praktisch von 150 Meter auf 40 hoch und dann wieder runter. Und von dem Plateau runter hast du erst einen schönen Dorsch drauf gehabt. Genau. Zu dem Zeitpunkt dann dein erster Wertungsfisch, sag ich mal. Und im Prinzip in dem gleichen Moment, exakt. Doppeldrill, habe ich einen ziemlichen Einschlag bekommen. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Ja, Fisch. Jetzt geht doch noch mal was. Jetzt haben wir noch mal einen schönen Doppeldrill an der Kante unten. Jo, bei mir ist es auch auf jeden Fall ein Dorsch. Und auf jeden Fall kein so schlechter. Okay, bei mir. Okay, okay, aggressive Kopfschläge bei mir. Ja, die hat er auch. Auch. Okay, bei mir ist irgendwas Besseres dran. Das ist bei mir, glaube ich, ein richtig, richtig guter Dorsch, wenn ich das mal ehrlich sagen soll. Wir sind gerade vom Plateau runtergedriftet. Let's get serious. Boah, das ist ein richtig schwerer Fisch bei mir. Boah. Alter Schwede. Sauber. Der ist doch vom Feinsten. So. Ja, schön. Wenn mein Fisch regulär gehakt ist,
Es ist nicht explosiv genug für Seelachs und es ist nicht explosiv genug für Halbut. Also durch die nicht vorhandenen Runs denke ich, dass es ein Dorsch ist und ein wirklich richtig guter. Ich meine, er hat kleinere Runs gemacht, er ist unglaublich schwer vor allem. Butt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wir waren gerade runterwärts vom Plateau auf 80 Meter Wassertiefe oder so. Aber jetzt kann ich wenigstens ein bisschen Schnur gewinnen. Ihr seht, wie ich hier mit meinem Finger auf der geflochtenen bin, um so ein bisschen die Bremse zu stoppen. Was ist das für ein Fisch? Es muss ein großer Dorsch sein. Es ist kein höchstgradig spannungsgeladener Drill, sondern einfach ein extrem langsamer und schwerer Drill. Aber es ist auf jeden Fall mal ein schöner Einweihungsfisch hier für die W6 Boat, die bis jetzt einen guten Job macht. Was bist du für ein Fisch? Das ist auch kein Halbut Run. Oder doch? Wer weiß, was es ist. Was ihr seht, was ich versuche zu vermeiden, ist, dass ich die Rute in einem zu hohen Winkel anstelle. Ich versuche relativ kurze Pumps zu machen und die Rute wirklich voll im Backbone zu lassen. Ihr seht, er nimmt auch nicht viel Schnur. Es sind eher so. Ich kriege leider gerade schon so leicht posttraumatische Belastungsstörungen von unserem Trip in Fossen damals, wo ich auch so ein Ding dran hatte und mir dann abgegangen ist. Ja, das wird dauern. Nein, nein. Schön 20 Minuten nach Höchststand gebissen, also schön in der Phase, wo man eigentlich denkt, dass die Halbutte vor allem ganz motiviert sind. Ich bin jetzt auch im Low Gear bei meiner Rolle, die hat so ein Low Gear. Jetzt wird es merklich leichter gerade. Das heißt, Konzentration hochhalten. Erinnere dich halt, was die letzte Farbe ist, du Gurkenkopf. Ich würde tippen, dass das meine letzte Farbe ist. Ja, da kommt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich würde sagen, großer Dorsch. Alter Schwede. Alter der Schwede, ey. Melvin? Melvin? Ja. Alter! Leck mich in die Tasche, ist das ein Schädel, Alter? Kaliber! Alter Schwede, okay. Wir messen ihn kurz und dann zeigen wir ihn euch nochmal. Also, da haben wir den ominösen Fisch, wie dann doch geschätzt, ein Riesendorsch, Länge unknown. Ich denke mal, so ein 1,20 Meter dürfte er schon haben. Sackschwer, der Eude. Ja, geiles Teil. Richtig, richtig nice. Topfisch, krass. Also der erste richtige Big Fish für diesen Trip, gleich in der zweiten Ausfahrt, richtig geil. 1,24 Meter, 16 Kilo Dorsch, ein richtiger, richtiger Brecher. Vom Drill her typisch Dorsch, richtig schwer gewesen, mit der starken Strömung auch noch, also richtig geil. Haben ihn auch wieder schwimmen lassen, der ist wieder schön weggeschwommen. Mhm. Bei so großen Fischen ist das, glaube ich, ganz wunderbar, wenn die noch fit sind. Da kann man auch mal wieder einen retournieren. Mhm. Und ja, so waren wir dann relativ zufrieden auf dem Rückweg danach. Absolut. So, dann haben wir bei der nächsten auflaufenden Flut, haben wir gesagt, wir versuchen mal einen ganz, ganz neuen Spot, bisschen weiter weg, fahren extra auch ein paar Meter mehr, um an so einen richtig guten Halbwitz-Spot zu kommen.
wir waren dann da an dem Spot, sind eine Dreiviertelstunde hingefahren, war alles schön und gut. Der Spot sah auch wirklich cool aus, eben auch wieder so ein Plateau mit einigen schönen Rinnen drin. Aber wie ihr wisst, in Norwegen ist eine Sache essentiell, nämlich die Drift. Und wenn die weg ist, dann könnt ihr so weit fahren, wie ihr wollt. Es ist einfach sehr ungünstig zum Angeln. Und genau das ist passiert. Wir standen dann auf dem Spot und hatten keine Drift mehr. So platt war die See in den ganzen Tagen nicht mehr wie an diesem Morgen. Wo wir an dem Prime-Spot waren für Heilbutt. Wir hatten dann natürlich wieder viele Lump und konnten noch einen schönen Dorsch auf die tote Rute fangen. Das war zumindest so ein bisschen Genugtuung, aber war natürlich weit nicht das, was wir eigentlich wollten. Und so schaut es dann aus, wenn Crazy Daisy nicht einem Lump zum Opfer gefallen ist, sondern die kleine in meiner Lieblingsfarbe, sondern einem schönen Dorsch mit, denke ich mal, so 70. Wir sind dann zurückgefahren um, keine Ahnung was, 5 Uhr nachts, waren alle ziemlich fertig und sind dann erstmal ziemlich ausgediehen schlafen gegangen, weil das war zu dem Zeitpunkt dann echt wichtig. Ja, nachdem wir dann gestärkt aufgewacht waren, sind wir zur auflaufenden Flut wieder raus und haben gesagt, okay, Heilbutt ist erstmal für heute passé, wir wollen mal Fisch fangen. Ich wollte vor allem mal Fisch fangen, der nicht Lump heißt. Es soll ja so viele andere Fische dort geben. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir fahren raus und wir gucken mal, wo wir da was finden. Genau, der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass wir wieder an den Spot fahren, wo wir den großen Dorsch schon hatten, weil wir einfach da sehr gute Echolot-Bilder gesehen haben, sehr gute Schwärme auf den Echoloten, wollten da also wieder rausfahren. Wussten aber, oder aus der Erfahrung wussten wir, dass es hier an dem Fjord, dem Malangen, eben auch sehr, sehr große Schwärme gibt. Die muss man eben nur finden. Das heißt, wir sind praktisch Tiefen von ungefähr 60 bis 100 Meter in Schlangenlinien mit dem Boot abgefahren und haben dann tatsächlich aus dem Fjord raus schon einen Fischschwarm auf der Kante gefunden, zwischen 60 und 100 Meter. Und der sollte sich als das Honeyhole für diesen Trip darstellen, denn da haben wir richtig aufgeräumt. Das war also so sensationell, weil du hast Seelachs gefunden, hast auch Dorsche gefunden an verschiedener Größe. War einfach sensationell, war ein toller Trip. Ja, und wie du schon gesagt hast, wir haben richtig gut Fische gefunden und auch du solltest an diesem Tag dann einen richtig guten Dorsch bekommen. Eigentlich wollte ich nur zu 10 Meter höher gehen und auf einmal tut es einen Schlag, nach dem Motto Grund. Und jetzt hängt er dran und ist eigentlich ziemlich aktiv dafür, dass es eigentlich ein Dorsch ist. Und jetzt geht er wieder in die Schnur. Ich weiß es nicht. Also irgendwas, was auf jeden Fall deutlich mehr Fight hat, als man denkt. Oh, ey, was ist hier los? Oh, der geht, das ist echt. Der geht immer noch rein. Ah, das ist nicht nett. So, Mervin, das ist die vorletzte Farbe. Das ist ein großer Dorsch. Huiuiui. Jetzt. Boah, Falter. Yes. Alter Falter. Oh. Warte mal. Alter Falter. Alter Schwede. Und der hat sich den Mack gefressen. Der hat den Mack gefressen. Und wie hier, aber meine Herren, du. Mein größter Dorsch.
113 haben wir ihn gemessen. Ja. Ein richtig, richtig schön, war ein toller Drill. Endlich mal ein Dorsch, der sich nicht einfach nur reinhängt, sondern der auch nochmal zieht, gibt. Der nochmal Gas gibt, der also auch nochmal was will. Sehr, sehr schöner Drill, war ich sehr, sehr happy, dass dies auch mal geklappt hat und ich über die 65 hinaus bin. Zentimeter raus bist. Ja, an sich war die Frequenz an dem Tag auch mal richtig gut, auch für die Moral. Ja. Haben richtig gut Fisch gefangen, einige tolle Seelachse, so bis schätze ich 75 Zentimeter. Also da hatten wir dann auch endlich mal richtig was zu filetieren. Absolut. Und war auf jeden Fall der Moralboost, den wir gebraucht haben. Wir haben uns dann natürlich gleich wieder ein bisschen geerdet und sind zum ablaufenden Wasser nochmal auf Heilbutt gefahren. Haben natürlich wieder keinen Biss bekommen und dann waren wir wieder auf einem angemessenen Level. Ja, das war diese Heilbutt-Geschichte, zieht sich so wie so ein roter Faden durch die Tage. Ja. Er wurde immer kompensiert mit diesem Spot. Wenn wir nach unten waren, sind wir da hingefahren und dann haben wir halt noch ein paar Seelachse gefangen. Für den nächsten Versuch haben wir uns dann zwei Spots für Heilbutt nochmal rausgesucht. Eine Kante und ein Plateau, die wir abfischen wollten. Auch hier hatten wir wieder sehr starken Wind, sind dafür etwas länger gefahren, dann auch wieder mitten in der Nacht. Ob sich das jetzt gelohnt hat, sei mal dahingestellt. Was ist passiert? Wir haben natürlich keinen Heilbutt gefangen. Die Spots sahen eigentlich ganz gut aus, aber es war wieder extrem windig und deswegen waren sie recht schwierig zu beangeln. Die Kante war sehr schön, das Plateau war leider ein bisschen flach, war sehr viel Zeug am Boden, sehr viele Pflanzen und ähnliches, die einfach, ja, glaube ich, für einen Heilbutt-Spot nicht ganz ideal sind. Ein kleines Highlight ist noch bei der Rausfahrt passiert und zwar habe ich wohl vergessen, meine Schiebebremse bei der einen Rolle zuzumachen und habe dann einfach 600 Meter geflochtene Schnur während der Fahrt von dieser Rolle abgespult, ohne es zu merken. Die liegt jetzt natürlich im Meer, das ist alles andere als geil, aber ich glaube, die Strafe mit den 200 Euro habe ich mir selbst auferlegt, die jetzt wieder neu zu befüllen, war eine gebrauchte Ausfahrt. Ja, bevor wir jetzt mit unserer Erlebniserzählung von dieser Woche weitermachen, kurz ein bisschen was zu der Anlage, wo wir hier sind, Laukwik, über Kingfisher-Reisen. Ja, wir sind erstmal angekommen und sind alles erstmal die Kinnladen runtergefallen. Also ich meine, Sommerer letztes Mal war schon sehr, sehr cool. War stark, ja. Das hier ist mal mindestens auf einem Level. Die Apartments sind richtig nice, sind für 6 Personen, glaube ich, ausgelegt. Wir sind jetzt zu dritt, wir haben uns also gefühlt wie die Maden im Speckmantel. Mit Sauna, du hast die Sauna auch genutzt? Ich habe die Sauna gleich mal genutzt, da lasse ich mich nicht zweimal irgendwie bitten. Bei so einem Wetter kann man das auf jeden Fall mal machen, ist ja doch nicht so warm. Ihr habt hier eine schöne Veranda, auf der wir auch gerade sitzen. Ihr habt 2 Filetierhäuser, die also genug Platz für alle Angelgruppen bieten, um auch die Fänge zu filetieren. Es gibt so einen Walk-in-Cooler, wo ihr eure Kühlboxen auch reinstellen könnt und die eben einmal schön durchfrieren. Dann gibt es einen Gemeinschaftsraum, da haben wir die Anzüge immer aufgehangen zum Trocknen und auch die Schwimmwesten. Ja, was ich sehr praktisch fand, ja, dass es wirklich so einen Raum gab, wo du einfach deine Anzüge mit den Haken aufhängen konntest. Ja. Und es gab so eine Lüftung, dass genau. du die von innen trocknen konntest, wenn es mal echt nass wurde, weil ein paar Regentage gab es ja dann gab's auch. Gab es leider auch, ja. Ja. Die Boote sind hier auch super, das sind Carspoil-Boote. Wir hatten in dem Fall ein 20-Fuß-Boot mit einem richtig coolen Echolot, 70 PS-Motor hinten drauf. Also super, Boote sind top. Es gäbe auch ein Kajütboot, wenn ihr da upgraden wollt. Also was Anlagen angeht, auf jeden Fall Können wir uns auf alle Fälle nicht beschweren, war super. Die Anreise war so das Einzige, was nach Sommerøy etwas angenehmer ist, weil ihr eben von Tromsø aus, vom Flughafen, nach Sommerøy einfach nur noch eine Dreiviertelstunde Autofahrt. Hier müsst ihr dann noch einmal Fähre fahren. Das ist ein bisschen mühselig, wenn ihr dann das ganze Gepäck auf die Fähre schleifen müsst. Gerade wenn ihr mit so viel Gepäck anreist, wie wir es gemacht haben, aber ich glaube, jeder Norwegenfahrer ist ungefähr auf dem Niveau unterwegs, deswegen denkt da ein bisschen dran. Ja, und auch die beiden Anlagenbesitzer, Ivan und Christine, super nett, helfen euch bei allem weiter. Es gibt hier auch ein Auto, das ihr euch nehmen könnt, wenn ihr zum Einkaufen fahren wollt. Die füllen euch auch die Tanks auf, ihr könnt aber auch selber tanken fahren. Die Tankstelle ist hier ungefähr 5 Kilometer von dem Boot entfernt, in den Fjord rein. Also die beiden stehen euch mit Rat und Tat zur Seite und helfen euch bei allem, was ihr irgendwie braucht. Alles in allem würden wir das auf jeden Fall hier wärmstens weiterempfehlen. Für den nächsten Trip hatten wir dann geplant, dass wir ein Video für den deutschen Westing-Kanal drehen. Was da passiert ist, seht ihr dann dort auf dem Kanal, wenn das Video rauskommt. Währenddessen hat der Papa aber natürlich nebenher weitergefischt und hat mit einem kleinen Sandy einen richtig geilen Biss bekommen. Lars hat auch einen super Fisch dran. Der zieht richtig Schnur. Wir sind uns fast sicher, dass es ein Seelachs ist. Es ist das, was ich wollte. Das glaube ich auch, ehrlich gesagt.
Bin ich mal gespannt, wie groß der ist. Ich meine, es ist jetzt natürlich die leichte Route, aber da hinten kommt er. Oh ja, oh ja. Schön. Yes. Die beiden haben da gefilmt, Melvin und Marius. Wunderbar, ich habe mich beschäftigt und auf einmal hat es einen wunderschönen Einschlag getan. Richtig toll, war ich sehr, sehr begeistert. War für uns jetzt hier in den zwei Wochen, die wir jetzt bis jetzt an diesem Gebiet waren, auch der größte Seelachs, den wir gesehen haben. Schön auf die leichte Route, was natürlich doppelt geil ist. Vom Drill her auch nochmal eine richtig andere Geschichte, so ein Seelachs. Dickes Petri nochmal. Danke, danke. Das ist absolut das Erlebnis. Danach sind wir dann nochmal auf Butt gefahren. Ihr merkt, der rote Faden kommt wieder. Und diesmal sollten wir tatsächlich auch einen Biss bekommen. Und auch ich sollte diesmal auf eine aktive geführte Crazy Daisy einen Biss bekommen. Hatte diesmal meinen Stinger drauf, aber ich predige ja immer wieder, dass die kleinste Schwachstelle von dem großen Fisch dann auch ausgenutzt wird. Schön, dass ich es predige und dann nicht mich selber dran halte, denn was ist passiert? Mir ist der Knoten von meinem Stinger aufgegangen. Der Stinger ist abgegangen. Jetzt reicht's mir langsam, hey. Ich habe den Fisch dann leider nach dem ersten Run verloren, beziehungsweise nach den ersten 5-6 Metern Schnur, die er gezogen hat. Vom Gefühl her war es jetzt nicht der größte Halbut, aber ihr wisst, das kann man schwer sagen. Ich habe mich auf jeden Fall dann erstmal die nächsten paar Stunden ziemlich geärgert. Ja, es hat uns dann mal wieder der Wind abgeholt. Wir sind aber natürlich dennoch wieder rausgefahren, sind wieder an den Spot, wo wir den Halbut-Biss auch schon hatten, hatten natürlich wieder das Ziel Halbut und hatten diesmal auch eine Waterwolf dranhängen. Die hattest du dran. Hatte ich dran und hat man tatsächlich schön den Grund gesehen, weil ich grundnah gefischt habe und man konnte sehen, dass wir auf alle Fälle Steinbeißer in der Region hatten, wo wir gefischt haben. Wir haben uns dann also entschlossen, einen Seewolfklopfer runterzuhängen. War wieder so wunderschön bei irgendwie 40, 50 Meter Wassertiefe und 2,5 km Drift den Grund zu halten. Also ideal. Aber nachdem ich dann einen Lump und einen Leng gefangen habe, habe ich dann tatsächlich an einer abfallenden Kante auch einen Steinbeißer fangen können. Aufnahmen sind leider nicht ganz so gut geworden, weil es wie gesagt vom Wetter her sehr schwierig war zu filmen und ich die GoPro zu spät angemacht habe, weil ich mir gedacht habe, keine Sorge, ist eh nur wieder ein Lump. Aber als der dann vom Boot noch mal kurz einen Run gemacht hat, wusste ich, okay, es ist doch ein Steinbeißer und war kein ganz schlechter mit ungefähr 75 cm, denke ich. Das ist auch ein Gerät. Das ist sicherlich ein 10 Kilo Dorsch. Ja, die folgende Ausfahrt mussten wir dann tatsächlich das erste Mal in den Fjord rein verlegen, weil der Wind einfach zu stark war, um rauszufahren. Haben uns also ein Plateau gesucht, beziehungsweise eine Rinne, wo wir es eben auf Halbut versuchen wollten. Waren keine 3 Minuten am Spot. Da hatte ich dachte, einen Seelachsschwarm auf dem Echolot gesehen, habe die Sandy Andy an einem relativ schweren Kopf runtergesendet und habe dann, glaube ich, gleich mal einen metrigen Dorsch gefangen. Also es war mal wieder, das ist halt das, was hier passieren kann, dass ihr einfach zufällig metrige Dorsche fangt, was einfach unglaublich geil ist. Halbut gab es dann aber leider natürlich nicht. Wir hatten dafür wieder ein paar coole Waterwolf-Aufnahmen von einem
Plattfisch, ich nehme mal an einer Scholle oder ähnliches, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das war. Ein paar Lump gab es wieder, aber halt jetzt nichts Zählbares. Und deswegen haben wir uns dann da auch gesagt, komm, wir sparen uns die Kräfte und fahren wieder rein. Ja, was haben wir für Tackle hier gefischt? Wir haben eigentlich zwei Routen jeder mit dabei gehabt. Eine schwere Bootsroute mit 30 oder vielleicht maximal 50 Pfund Klasse und eine leichte Pilkroute bis ungefähr 200 Gramm Wurfgewicht. Das ist eigentlich alles, was ihr braucht. Ich glaube, ich habe in diesem Trip einmal einen Pilker mit weniger als 200 Gramm oder weniger als 300 Gramm gefischt, nämlich als ich versucht habe, einen kleinen Seelachs als Köderfisch zu fangen, einen 80 Gramm Pilker. Ihr versteht, was ich meine, lasst solche Köder zu Hause, ihr braucht sie nicht. Wenn ihr flach fischt, wo ihr solche Köder einsetzt, werdet ihr nur kleine Dorsche fangen und ihr seht, glaube ich, was man hier für Dorsche fangen kann, wenn man sich's halt gönnt und auf die Offshore-Plateaus fährt und halt auch in der Tiefe fischt. 400 Gramm Bergmann-Pilker, Crazy Daisies in 180 bis 400 Gramm, das ist eigentlich das, was wir die meiste Zeit durchgefischt haben. Vielleicht mal so einen Sandy Andy Schwanz an einem schweren Bleikopf, an so einem 150 Gramm Bleikopf mit einem Haken eben dran. Das war eigentlich das, was wir wirklich gefischt haben. Wir haben noch ein bisschen was anderes probiert, haben auch ein bisschen Naturködersysteme probiert. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber ist sicherlich gerade auch auf Halbwood immer einen Versuch wert. Wenn ihr natürlich Rotbarsch fischen gehen wollt, nehmt euch 400, 500 Gramm Blei mit und nehmt Rotbarsch Paternoster. Ansonsten zu den Rollen. Wir haben fast ausschließlich mit Multirollen gefischt, mit Schiebebremse. Die empfehle ich euch schon seit Jahren. Sind einfach unkaputtbar, sind fein justierbar im Drill und haben einfach richtig Power. Setzt da auch auf Qualität, weil das Letzte, was ihr wollt, ist, dass ein Halbwood beißt, einen richtigen Run macht und dann blockiert irgendwie die Rolle oder es geht irgendwas kaputt oder die Bremse läuft nicht sauber. Was ich sehr empfehlen kann und auch schon immer empfohlen habe, ist mehrfarbige Schnur, die alle 10 Meter ihre Farbe wechselt, weil damit wisst ihr immer, zum Beispiel beim Seelachsangeln, wie viele Meter über Grund der Seelachs jetzt gerade gebissen hat. Das heißt, ihr könnt ungefähr abschätzen, wo dieser Schwarm vom Boden entfernt steht. Das hilft sehr. Auf den leichten Routen haben wir dann eine 0,18er mm geflochtenen, auf den schweren Routen bis 0,25 mm. Und als Vorfach haben wir Fluoro in 0,8 und 1 mm Stärke für die leichte und die schwere Route eben. Als Kleinmaterial fischen wir eigentlich ausschließlich nur noch einen Wirbel und einen Sprengring, den wir dann eben mit einer Sprengringzange in den Köder eindrehen. Das hält einfach bombenfest und ihr habt nicht dieses Problem, dass euch zum Beispiel ein Snap aufbiegt oder ähnliches, weil das kann bei den Fischen, die hier unterwegs sind, passieren. Gerade bei so langen Drills wie jetzt zum Beispiel mit dem großen Dorsch. Da müssen eure Kleinteile einfach halten, gilt natürlich auch für die Haken. Also setzt da auf jeden Fall auf Qualität. Schaut auf jeden Fall, dass ihr eine Sprengringzange dabei habt, um eben dann auch die Sprengringe aufmachen zu können. Ich würde das nicht mit den Fingern machen. Wenn ihr nämlich die entsprechenden Sprengringe dabei habt, die ihr da braucht, schafft ihr das auch gar nicht mit den Fingern. Westin hat dann eine ganz coole im Sortiment. Die kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Wenn ihr jetzt dann noch auf Steinbeißer probieren wollt, empfehlen wir euch eben solche Steinbeißerklopfer. Ich habe mir da zum Beispiel auch einen selber gebaut, einfach mit einem alten, ausgedienten Pilker, an den ich eben mit einem Stück Monofil so einen Circle Hook angebracht habe, wo dann eben die Filetfetzen vom Seelachs draufkommen. Das funktioniert auch wunderbar, aber da gibt es ja verschiedene Methoden. Ihr müsst einfach nur irgendwas haben, mit dem ihr am Grund entlang schleifen könnt und ab und an mal auf den Boden hauen könnt. Ansonsten muss man zum Tackle nicht viel mehr sagen. Ihr könnt euch da echt beschränken. Nehmt lieber ein paar Köder mit, die schwerer sind. Hänger habt ihr hier recht wenige, wenn ihr nicht gerade mit passiven Routen in einem sehr strukturreichen Boden fischt und einfach ein bisschen verplant seid, weil ihr ein bisschen zu wenig geschlafen habt. Das nur als Tipp, fischt lieber 5 Meter weiter weg vom Boden. Ja, für unsere letzte Ausfahrt war es ein bisschen schwierig, weil heute, an dem Tag, wo wir das hier filmen, ist der Wind so stark, dass wir nicht raus können. Das hat sich gestern dann auch schon angekündigt und wir haben uns schwer überlegt, ob wir überhaupt offshore fahren wollen, also aus dem Fjord raus. Aber wir wollten einfach nochmal Fisch fangen und wir hatten eben diesen Spot etwas aus dem Mund des Fjords raus, wo wir wussten, dass die Seelachse da stehen. Da wollten wir hin und haben gesagt, okay, wir ziehen trotz hoher Wellen und starkem Wind durch und fahren raus. Ich meine, die Boote hier halten das schon aus und wenn man ein bisschen mit Hirn angelt, dann geht das auch. Sind also rausgefahren, haben sehr gut Seelachs gefangen, wieder auf dem Spot, der hat wieder geliefert, Dorsche auch. Und ja, während wir dann da so über 80, 90 Meter Wassertiefe standen, hast du auf einmal eigentlich einen ganz normalen Biss bekommen, aber dann ist ein bisschen was Crazyes passiert. Ich hatte einen ganz normalen Biss, so mittlerer Seelachs, also so, was wir die ganze Zeit schon hatten. Und auf einmal wird der unglaublich schwer. Und es wird so schwer und es zieht. Und ich habe es nicht auszusprechen gewagt, aber alle hatten wir natürlich die Hoffnung, das ist genau das, was wir gesucht haben. Genau, irgendwas Großes auf jeden Fall. Und ja, das Problem war nur, der ließ halt irgendwann los. Woher wissen wir das? Das ist ganz einfach.
als der Seelachs hochkam, hat er 3 Bissspuren. Eine hinterm Nacken und 2 Bissspuren auf einer Filetseite. Ja. Und du hast es ja dann deinen Kumpels geschickt. Genau, ich habe das einmal Leuten geschickt, die sich mit dem ganzen Thema ein bisschen mehr auskennen als wir. Und die meinten, von den Bissspuren her deutet sehr viel darauf hin, dass ein wahrscheinlich sehr großer Heilbutt sich diesen 50 cm Seelachs mitten im Drill, im Freiwasser, über 90 Meter Wassertiefe einverleibt hat, aber halt leider einfach vor dem Haken. Hätte der ein bisschen weiter den Seelachs eingesogen, hätte auf dem Drilling gehangen. Und ja, dann hätten wir wahrscheinlich gestern einen richtig, richtig langen Drill gehabt, weil der Fisch war sicher nicht klein bei so einem großen Köder. Ja. Und was mich persönlich geärgert hat, ich habe die ganze Zeit mit dem Bergmann-Pilker Plus Mack gefischt. Mhm. Nur gestern nicht. Tja. Und mit dem Mack, dann hätte er den voll mitgenommen und er hätte gesessen. Ja. Und ja, dann hätten wir die Doublette gehabt. Ja, aber insofern war es auch ein gutes Zeichen für uns, weil es der Spot eben nicht nur Dorsch und Seelachs kann, sondern anscheinend auch Heilbutt. Und vor allem aktiv, die Fische aktiv sind. Genau, Raum der Heilbutts, die eben dann nicht am Boden liegen, sondern in den mittleren Wassersäulen unterwegs sind. Und vielleicht lag das auch an diesem Wind, an den Wellen, an dass alles so ein bisschen in Bewegung war. Irgendwas hat an dem Tag auf jeden Fall gepasst. Genau. Also, Papa hatte gerade diesen krassen Fisch auf den Seelachs dran. Das heißt, sie wussten irgendwie, die Heilbutts sind am Rauben. Und du hast eine kleine Crazy Daisy runtergelassen. Ja, ich habe es einfach mal probiert. Ich wollte was Kleineres fischen, weil die Drift ging von der Geschwindigkeit. Habe eine kleine Crazy Daisy draufgehangen und ja, was soll ich sagen? Ich war am Boden, dachte tatsächlich kurz, dass ich einfach Boden gehangen habe, weil es einfach so schwer war und kein Run gemacht hat, sich nicht bewegt hat. Dann bin ich ein bisschen hochgekurbelt, ging dann tatsächlich und ja, dann einfach nur die Schnur abgerollt. Big Fish bei Melvin dran, hat gerade einen richtig fetten Run gemacht. Ich dachte erst, dass ihr einen Hänger habt, war so ganz kurz über dem Grund. War auch kein Einschlag, ist einfach richtig schwer geworden. Und im ersten Run gleich richtig Schnur gefunden, ja, oder? Der hat richtig Schau gesagt. Dann konnte ich tatsächlich ein Heilbutt fast fangen. Zur Oberfläche befördern. Ja, wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gesehen. Das ist schon mal das Gute. Da fühlt man sich besser. Genau, er war wahrscheinlich eh zumindest grenzwertig maßig. Also wir hätten ihn eh zurückgesetzt. Das Crazyste sind eigentlich die Waterwolf-Aufnahmen, die wir zum Glück drauf hatten. Wie ihr seht, der Heilbutt war frei schwimmend mit den Dorschen unterwegs, was total crazy ist. Du warst also nicht am Boden, sondern du warst praktisch einfach im Heilbutt, dachtest du wärst im Boden. Und ihr seht, der Heilbutt hat so lange nicht gecheckt, dass er gehakt ist, dass er einfach noch die Waterwolf für 10 Sekunden im Maul hatte. Ja. Also ist einfach crazy. Problem war dann, dass wir leider dadurch, dass du so spät Kontakt aufgenommen hast, wahrscheinlich den Haken nicht perfekt im Maul drin hatten. Und als er dann oben an der Wasseroberfläche lag, war ich dann ein bisschen zu spät da. Und dann hat er ihn ausgespuckt. Ja, passiert. Passiert. War zu dem Zeitpunkt ein bisschen ärgerlich, hätten wir auch gerne gefangen. Haben uns dann aber entschlossen, dass wir jetzt erstmal einen Break machen. Die Heilbutts waren zwar am Fressen, wir hatten aber ziemlich viel Seelachs gefangen und das Wetter wurde dann nochmal richtig, richtig schwierig. Sehr viel Wind und die Wellen wurden immer größer. Also sind wir reingefahren zum Seelachsfiletieren, wussten aber, wir haben an dem Spot noch eine Rechnung offen. Ja, auf alle Fälle was gelernt bei dem Heilbutt, dass sie eben frei drehen, dass sie rauben und dass es ab jetzt halt eigentlich mit Heilbutt laufen müsste. Eigentlich schon. Wir stehen also vor der letzten Ausfahrt. Wir wussten, wir haben noch mal ein 3-Stunden-Fenster, bevor der Wind zu stark wird. Und wir wussten eigentlich auch, wir haben fressende Heilbutts da draußen auf diesem Spot. Wir müssen da eigentlich noch mal raus. Wellen und Wind wurden immer stärker. Wir wussten, hui, das wird richtig rough da draußen. Aber wir sind noch mal rausgefahren. Wir haben ein paar Driften gemacht, haben es dann ein bisschen tiefer probiert, haben geschaut, ob wir eben noch mal so einen im Freiwasser raubenden Heilbutt erwischen. Ging nicht. Und für die letzte Drift sind wir dann noch mal auf 30 Meter rangefahren an das Plateau. Ich hatte vorher immer mit einer großen Crazy Daisy 400 Gramm, 400 genau. Gramm. Und wurde der Schwanz abgebissen und komplett zerrupft das Ding, also musste ich hinwechseln. Und dann bekam ich die kleine mit einem Dorsch. Genau, Dorschdekor, die 300 Gramm Version. Genau, wollte rauslassen, da sagt Melvin, du Lars, geh auf die andere Seite des Driftsacks. Ich runtergelassen, hab ihn unten, ein Einschlag und sofort Schnur. Und wir alle im Boot, das ist er, das ist unser Butt. Thank you.
Ja, das ist ja der Punkt. Yeah. Ja. Du wirst einfach den Druck, um alles in der Welt aufzuhalten. Ja, das will ich auch. Yes, ich pack's nicht. Geil, du einfach nur am Boden gelegt. Auf Kante. Yes, Alter. Yes. Du wirst noch hoch. Ja, 20 Meter. Wenn er hochkommt, machst du die Bremse ein ganz kleines Tick weicher, okay? Ja, passt, alles gut. Alles super. Er hat einen ziemlich guten ersten Run gemacht. Ich glaube, der ist gar nicht so klein. Ja. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Alter Falter! So, auf die letzte Drift. Ja! Geil! Ja! Nicht versenkt. Schön. 20 werden. Letzte gegen 20 Minuten. Yes. Und dann auch noch so ein richtig viel größer. Schön. Wow. So harter Kampf, hey. Geil. Und wieder mal Crazy Daisy. Diesmal in der Dorschfarbe und wir haben sie eigentlich nur dran gehangen. Ich hab dir nur weil die andere abgenimmelt war. Ich hab sie einfach nur runtergelassen, so wie du auch. Und unten einfach zack, ich dachte, Nippel ist so wie ein ja. Und dann zieht der und dann wusste ich genau, es ist genau das, was wir wollen. Ja. Weil die Flucht war so herrlich. Die Flucht macht nur einer hier. Wunderbar. So, dann messen wir ihn und zeigen ihn euch. Hammer, Hammer. Eine Woche lang sind wir hier in einem Platten nachgejagt. Letzte Ausfahrt und dann Crazy Daisy mit Dorsch drauf, weil mir die große Crazy Daisy der Schwanz abgebissen wurde. Einfach runtergelassen und zack, auf den ersten Schlag war er dran. Happy, letzte Ausfahrt. Ich kann euch sagen, mein erster Butt, traumhaft. Und es ist einfach ein Erlebnis. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so konzentriert beim Fischen. Bloß nicht die Spannung lassen. Ja. Bloß, ich mache es immer, halt die Spannung, Dad, halt die Spannung. Und das alles in dieser surrealen Bedingung, extrem viele Wellen, viel Wind. Also ihr habt gesehen, wie er vorne im Boot hing, weil er sich auch nicht richtig hinstellen konnte. Hingesetzt, bloß festen Stand, bloß nicht wackeln, bloß nicht umfallen, irgendwas. Druck draufhalten. Der Fisch muss hoch. Haken hing super, Crazy Daisy hing wieder schön vorne im Maulwinkel drinnen, hat er sich also schön einverleibt, kein Stinger benötigt, alles wunderbar. Ja, dann sind wir reingefahren und haben ihn gemessen. 113 und wir haben dann verschiedene Tipps abgegeben, wo er lag. Er lag dann, Melvin war richtig, er lag bei 15,5 Kilo. Ja. Ganz wunderbar. Ich glaube, mein größter Butt bis dahin hatte 55 Zentimeter und war so irgendwie zufällig an die Angel geschwommen. Es war traumhaft und es passt auch einfach für diese ganze Zeit am Ball bleiben, nicht aufgeben. Es muss halt alles zusammenkommen und dann geht sowas. Und das war einfach ein wahnsinnig toller Abschluss. Wir sind dann auch gleich reingefahren und haben gesagt, that's it. Weil es geht nicht mehr besser. Genau, also das ist, glaube ich, das Fazit auch schon vorne weggenommen. Ich denke, die Woche hatte sehr viele Höhen, ein paar Tiefen. Die Tiefen waren alle meistens eigentlich selbst verursacht, wie zum Beispiel das mit der Rolle oder das mit dem aufgegangenen Stinger. Ja. Mit ein bisschen mehr Glück, denke ich, hätten wir sicherlich noch ein oder zwei Halbuts mehr fangen können. Ja. Aber so war es natürlich eigentlich das perfekte Ende. Schön emotional auf den Halbut hingearbeitet und es auch geschafft. Seelachstechnisch können wir uns auf keinen Fall beschweren. Das hat richtig cool funktioniert. Die Stückzahl war extrem gut. Die ganz großen Einzelfische haben gefehlt, aber vielleicht sind die auch einfach noch nicht da. Dorschtechnisch, wir haben alle unseren Meter Dorsch gefangen bis 1,24 hoch. Steinbeißer hatten wir einen,
Hätte man vielleicht ein bisschen mehr fangen können. Und wir haben sehr viel Zeit, muss man auch fairerweise dazugeben, halt aufs Halbutfischen investiert. Ja. Und ja, zum Glück wurde es dann am Ende belohnt. Rotbarsche waren leider ein bisschen klein, aber da hätten wir auch einfach mehr Zeit rein investieren müssen. Und ansonsten, was man noch dazu sagen kann, wir haben wahrscheinlich den Grand Slam des Nordens absolviert, indem wir bis auf den Seeteufel, eigentlich so, wenn ich jetzt mal nachdenke, jede Fischart gefangen haben, die man fangen kann. Wir hatten Lump, Leng, Dorsch, Rotbarsch, Schellfisch, Seelachs und den Halbut. Ja. Also crazy. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, würden wir uns natürlich wie immer über ein fettes Like freuen, wenn ihr mehr Videos aus Norwegen sehen wollt. Wir haben natürlich noch ein paar mehr aufgenommen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und ja, kommentiert ihr mal, ob ihr hier schon mal in dem Seegebiet wart, wie es da für euch lief. Und dann sehen wir uns im nächsten Norwegen-Video oder im nächsten Mal-Video wieder. Bis dahin, Servus. Servus.